Was kannst du mit deinem Akku jetzt bei dieser aktuellen Kälte machen? Wir zeigen es dir kurz und bündig in diesem Video. Herzlich willkommen beim Fahrgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und heute verspreche ich euch mal ein kurzes Video, denn wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt da draußen, es ist nicht gerade die wärmste Zeit des Jahres. Wir haben eine Art Kälteeinbruch und er soll sich auch noch ein bisschen ziehen. Also von dem her werdet ihr dann noch ein paar kalte Tage vor euch haben. Und wie ihr da am besten mit eurem E-Bike-Akku umgeht, das zeige ich euch jetzt. Was ist denn nun die Ursache des Ganzen? Im Sommer könnt ihr über die 100 Kilometer fahren. Im Winter ist das meist nicht so. Da zeigt eure Reichweitenanzeige einen weitaus geringeren Wert. Oder wenn ihr ein E-Auto zum Beispiel habt, ist es genau das gleiche Phänomen. Ihr kommt einfach im Winter nicht so weit. Was ist die Ursache? Die liegt am Akkuaufbau selber. Ihr habt hier einen Lithium-Ionen-Akku und als Bindeglied sozusagen da drin gibt es einen Elektrolyt. Da sausen die Elektronen immer hin und her und der wird einfach zäher im Winter und kann nicht mehr effektiv arbeiten. Das heißt, es ist alles ein bisschen langsamer, es braucht eine gewisse Betriebstemperatur und die erreichen wir im Winter nicht. Die optimale Betriebstemperatur für so einen Akku liegt so roundabout bei 20 Grad, haben wir jetzt natürlich überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt von einem E-Bike zum Beispiel ausgehen, dann liegt dieser Akku natürlich auch am Fahrrad selber, ist noch im Wind, das heißt, da ist schon recht zapfig kühl da dran. Dann kann er natürlich seine volle Leistung nicht entfalten. Was könnt ihr jetzt dagegen tun? Naja, also was ihr auf alle Fälle machen solltet, wenn ihr mit eurem E-Bike irgendwie zur Arbeit zum Beispiel fahrt, nehmt den Akku aus dem Rad raus. Legt ihn ins Büro, wenn ihr ihn nicht laden dürft, ist auch kein Problem, aber gebt diesem Akku einfach die Chance, dass er sich ein bisschen akklimatisieren kann. Sollte es natürlich die Möglichkeit geben, dass ihr noch laden könnt, dann tut das nach Möglichkeit auch in irgendeinem Raum, der so 20 Grad hat. Das wäre das Optimum, denn selbst wenn ihr draußen ladet, es ist immer noch kalt, da kann nicht viel passieren in diesem E-Bike-Akku. Das heißt, ihr werdet dann auch nicht die volle Leistung abrufen können. Aber nehmt ihn auf jeden Fall, egal ob ihr laden könnt oder nicht, einfach aus dem Rad raus und legt ihn irgendwo im Büro oder an eurer Arbeitsstelle irgendwo ab. Solltet ihr natürlich nicht die Möglichkeit haben, den Akku zu entfernen, dann müsst ihr natürlich nachfragen, ob ihr euer ganzes Rad irgendwo ins Warme stellen könnt. Das wäre das Optimum. Also wenn ihr wirklich ein E-Bike habt, schaut, dass ihr das dann irgendwo ins Warme stellt, ohne dass die Temperaturen weit unter 20 Grad liegen. Was könnt ihr jetzt auf der Fahrt machen? Also auf der Fahrt gibt es diverse Hilfsmittel, die ihr da nutzen könnt, um dem Akku eine angenehmere Temperatur zu geben. Es wird nie so sein, dass ihr da auf ein ordentliches Level kommt, aber ihr könnt das Ganze natürlich ein bisschen unterstützen. Das sind Neoprenschutzhüllen. Die gibt es sowohl für die obenliegenden Akkus, gibt es so eigene Neoprenhüllen oder auch für das komplette Unterrohr. Also da ist der Markt wirklich vielschichtig. Da haben wir euch auch schon einige vorgestellt und die könnt ihr da drum wickeln, denn so ein Akku, wenn er betrieben wird, also wenn er arbeitet, entwickelt ihr auch nochmal eine gewisse Wärme und so erzeugt ihr quasi nochmal einen Schutz, eine Schutzhülle außenrum. Das habt ihr natürlich auch den Vorteil, wenn ihr durch Matsch oder sowas fahrt, ist das auch nochmal alles ein bisschen sauberer, aber ihr erzeugt ja einfach ein gewisses Klima, dass es ein bisschen besser arbeiten kann. Es wird nie so sein, wie dass ihr da unter dieser Hülle 20 Grad habt. Das brauchen wir uns jetzt halt hier nicht irgendwas vormachen, sondern es ist halt immer so, dass ihr bloß unterstützend wirkt. Also es kann vielleicht sein, dass ihr eure Reichweite so um vielleicht 5 Kilometer bis 10 Kilometer verlängern könnt damit. Kommen wir zum Laden. Das Thema Laden ist auch relativ wichtig. Schaut, dass ihr den Akku immer in einem warmen Raum ladet. Also nicht wirklich draußen bei Minusgraden das Ladegerät anhängen. Da wird nicht so viel passieren. Es dauert länger und es ist auch für den Akku einfach nicht so angenehm. Schaut, dass ihr einfach einen Raum findet, wo ihr auch wieder diese optimalen 20 Grad hinbekommt und da bitte diesen Akku laden. Wichtig ist auch nicht auf irgendwelchen Sachen laden, die Feuer fangen können. Also es ist immer noch ein Akku, da ist eine Menge Power drin, das Ding kann brennen und wenn da irgendwas passiert, dann wollt ihr ja nicht, dass gleich alles in Mitleidenschaft gezogen wird. Also von dem her, wenn ihr den irgendwo hinhängt, dann bitte auf eine feuerfeste Unterlage. Es gibt zum Beispiel auch Kästen, die könnt ihr in die Wand dübeln, das sind richtig schon aus wie wirklich so Hoteltresore, kann man das schon fast sagen. Und da ist ein Ladegerät drin, die kosten nicht wenig Geld, aber sie helfen natürlich, wenn ihr relativ häufig ladet daheim, dass ihr auf jeden Fall da keine Gedanken mehr euch drüber machen müsst. Da ist ein Ladegerät drin, da steckt ihr es an. Manche sind sogar noch mit einem Rauchmelder ausgestattet, also da seid ihr dann wirklich auf der sicheren Seite. Aber ansonsten schaut einfach, dass ihr es auf einen metallischen Gegenstand vielleicht legt, irgendwas nicht Brennbares und dann eben in einem wohltemperierten Raum den Akku laden.
Was ist jetzt, wenn du zum Beispiel nicht Fahrrad fährst über den Winter und sagst einfach, naja, jetzt ist es mir viel zu kalt, ich mag mich da jetzt nicht einpacken wie sonst was, sondern ich möchte einfach dann nicht Fahrrad fahren und ich möchte das Rad stehen lassen. Gilt das Gleiche wie beim Laden. Das heißt, nimm den Akku bitte aus dem Fahrrad raus und lagere ihn an einem trockenen und gut temperierten Ort. Also auch wieder optimal diese 20 Grad. Trocken, es darf auf keinen Fall irgendwo Feuchtigkeit vorherrschen und leg ihn da einfach hin und lass ihn da einfach. Möglichst mit halb voll, also quasi 50% geladen, dann erhält er sich eigentlich. Also das heißt, er bleibt dann meistens bei diesen 50% dann auch stehen relativ lang und kontrolliere einfach mal so einmal im Monat, wenn es denn wirklich längere Zeit liegen sollte, kontrolliere einmal im Monat, wie der Akkustand ist. Es gibt auch eine Hilfe zum Beispiel. Wir haben euch schon mal diesen Lion Smart Charger vorgestellt. Den steckst du an, kannst du auf Winterschlaf gehen und der überprüft einmal die Woche, ist er bei 50%. Wenn er sagt, nee, da fehlt ein bisschen was, dann lädt er wieder auf die 50% und danach schaltet er sich wieder ab. Und das macht er so im Wochenrhythmus. Also von dem her gibt es da natürlich auch Alternativen, die ihr da anstelle eures Originalladegeräts nehmen könnt. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja, das war mal so ein kurzes Video über die Sachen, die du beachten solltest, wenn es denn so kalt ist wie jetzt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch was Neues erzählen. Wir haben sowas ja schon ständig erzählt. Also wenn du immer auf den neuesten Stand bleiben willst, dann bleib einfach mitten im Abo da und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, ciao.